Okay, wenn der Werner Meier wieder mal am Wald steht oder im Wald steht, dann geht's um Fotografie. Ja, wenn es euch interessiert, was ich jetzt im Wald vorhab, dann bleibt mal schön dran. Okay, heute sind wir im Wald und ich möchte euch mal mitnehmen in Sachen Pilzfotografien oder was man sonst noch machen könnte. Genau, und das habe ich mir auch kurz überlegt, wie man da vorgehen könnte. So, ja, ich habe hier noch die Sony Alpha 6000, immer noch dieselbe, die ich sonst immer habe. Da drauf habe ich jetzt das 50 mm mit einer Abblendung von 1,4 bis 16. Ja, mir ist natürlich klar, dass nicht jeder so eine Ausrüstung hätte oder vielleicht ein Makro oder sonst was. Ja, mein Rat ist, nehmt einfach das Objektiv, das ihr zu Hause habt oder am Apparat habt, und dann steckt ihr das auf und dann blendet ihr ab, so viel ihr könnt. Wenn es 2,4 ist, ist halt 2,4. Wenn es 3,5 ist beim 18-55er, dann nehmt ihr halt das. Ja. Und dazu braucht man eigentlich nicht mehr in der Makrofotografie für den Anfang. Ja, kann man schon richtig tolle Sachen machen. Und den Rest zeige ich euch dann auf der Software. So, gehen wir mal los und schauen mal, ob wir da nicht irgendwas finden. So, das Spiel kennt ihr schon bereits. Ich habe hier die Taschenlampe, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Und jetzt bereite ich diesen Stock vor. Dazu nehme ich mein Taschenmesser. Heute ist das rote, das schwarze habe ich heute zu Hause gelassen. Und ich werde jetzt diesen etwas vorbereiten. Ich werde dann hier absägen. So, und dann werde ich den zuspitzen. Nicht zu dolle, einfach, dass er einen Spitz hat, dass ich ihn ganz bequem einstecken könnte. Dass er ungefähr so aussieht wie hier. Und ich glaube, von der Länge lassen wir ihn. Wir nehmen hier das Stück noch weg, da hier. Und dann nehme ich nochmal die Säge und schneide mir das Ding zurecht. So. Diese Arbeit wird bereits getan. Und den brauche ich dann zum Einstecken. Jetzt montieren wir noch die Fahrradlampe. Das ist eine Makro Drive. Ja, ich schau mal, ob ich die noch finde. Ansonsten zeige ich euch eine andere Lampe, die ich sonst auch immer dabei habe. Ja, die man auch nehmen könnte. So. Und die befestigen wir ganz gut am Stock, sodass die da ihr Platz hat. So, und so wollen wir jetzt Pilze fotografieren. Ja, da hinten habe ich einen gesehen. Der ist am Baum und da wollen wir jetzt hingehen. Tja, hier sind wir jetzt angelangt. Wir haben hier jetzt diese schönen Pilze hier. Ich sehe auch noch einen dort. Und den versuchen wir jetzt ins richtige Licht reinzurücken. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Ich mache das jetzt alles freihand, ohne Stativ. Und werden sehen, wo das Ganze hinführt. Hier am Baum, ich nehme meinen Stock, den kann ich auch gut verwenden zum Zeigen. Um diesen Pilz geht es heute. Dieser Pilz will ich gerne abfotografieren und dazu brauche ich jetzt eben das Licht. Ich stecke mir also diesen Stock, den ich vorbereitet habe, dahin und schalte mal die Lampe ein. Voilà. So, und damit habe ich schon die gute Voraussetzung, dass ich jetzt hier meinen Pilz gut abfotografieren kann. Hierzu nehme ich jetzt mein
Fotoapparat, den lege ich mal dahin und geht's noch. Ich rücke jetzt das Kamera noch ein wenig so hin, dass ihr mir auch seht, wie ich vorbereitet bin. Also hier drüben das Licht, da der Pilz und dort die Kamera. Okay, ich versuche jetzt mal Folgendes. Ich werde es euch mal zeigen, wie ich meine Kamera vorbereite. Zuerst mal sehen, ob die Abblendung da ist, wo ich sie haben will. Also bei mir wäre es jetzt 4,1 und bei euch könnte es zwischen 2,8 und 3,5 sein. Das hängt immer davon ab, was ihr für ein Objektiv habt. Ja. Ihr könnt, wie gesagt, mit dem 55er das machen, also 18-55er, und dann stellt ihr es ungefähr so in die Makroeinstellung von 35 ein, das Objektiv. Ja, kann ich jetzt bei mir nicht machen. Und dann abblenden, bis es nicht mehr geht. So, ja, und ich habe jetzt kein Stativ zur Hand. Deswegen ist es praktisch, wenn ich mir etwas suche, das mir helfen könnte, den Pilz richtig abzufotografieren. Gehe dann auch etwas näher hin. Na, Moment mal, hier. So, jetzt gehe ich näher hin und vielleicht blende ich noch etwas ab. So auf 2,8 in etwa. So, jetzt kann ich das wieder neutralisieren. Und jetzt werde ich diesen Pilz vielleicht etwas dunkler machen, hoppala, wenn es dann nehmen würde. Ja, ich möchte ja gerne, ich schalte nochmal ab, da will es noch nicht so richtig nehmen. So, jetzt blende ich etwas ab, vielleicht. Schauen, ob ich da alles so richtig habe, wie ich es haben möchte. Ah, das ist auf Blendenautomatik. Ich gehe auf M und jetzt kann ich das heller machen, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es dann so, wie ich es gerne haben möchte. Willst du wohl heute, will es mir nicht so gelingen. So, jetzt kann ich nochmal nachgucken, ob es das ist, was ich mir vorstelle. Und dann schärfe ich noch ein wenig nach. Es ist völlig klar, dass ich nicht alles scharf bekomme. Und jetzt hätte ich schon mal so einen Pilz. Und ich zeige jetzt euch auch das Bild dazu, das ich gemacht habe. So, das wäre die Voraussetzung, so hätte ich mir das vorgestellt. Es hätte natürlich auch noch andere Pilze, die ich hier fotografieren kann. Ich kann den auch von anderen Orten noch versuchen zu fotografieren. Ja, dann seht ihr mir auch, könnt ihr mir auch zusehen. Hier nehme ich einfach mein Knie als Unterstützung. Sehe ich das noch ein wenig scharf und drücke ab. Und jetzt schaue ich nach, wie das geworden ist. Ja, ziemlich gut. Schauen wir mal nach, dass ihr das auch seht. So in etwa sollte das rauskommen. Ja, ich zeige es euch dann beim nächsten Video noch, wie das rausgekommen ist. So, jetzt habe ich ja hier noch einen anderen Pilz gesehen. Und der ist dann dort zu finden. Hier. Genau, und da will ich jetzt meine Taschenlampe auch wieder mitnehmen, weil Licht ist das A und O. Hier kann ich einfach dann den Strahl so ausrichten, wie ich ihn gerne haben möchte. Ihr seht ja selbst etwas so. Jetzt ist das Licht da zu sehen und der Pilz, den ich fotografieren werde, wird denn hier sein. Und jetzt gehe ich mal nahe zu. Ich nehme mein Knie wieder als Unterstützung. Desto weniger, dass ich verwackle, desto besser ist es. Könnt ihr auch die Pilzgruppe nehmen, da hier. Und jetzt schärfe ich das wieder ein, so wie ich das haben möchte. Reflexionen im Hintergrund können die Stimmung erheben. Jetzt schaue ich nach, ob das was geworden ist. Und wahrscheinlich nicht. Nein. Da muss ich nochmal nachziehen. Am besten nicht genau hin. Und schaue mir das von allem an, ein ungefähr scharf bekommen. Und jetzt ziehe ich noch etwas rüber, um noch etwas Reflexionen zu bekommen. Und Schuss. Das Ganze sieht dann so aus. Ja, also Reflexionen hier. Hoppala. Reflexionen, ich zeige es dann noch in dem Bearbeitungsvideo, wie denn das am besten geht. So. Ja, jetzt habt ihr natürlich gesehen, in kurzer Zeiteinfassung, wie man so Pilze fotografieren kann. Das wäre ein Vorschlag. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten noch, ja. Aber ich wollte es jetzt einfach mal einfach halten, ohne komplizierte, aufwendige
Stories oder so. Hier ging es mir einfach mal nur darum, euch zu erklären, ja, wie macht man das jetzt am besten? Was würde ich jetzt nehmen? Ja, ich hätte jetzt auch fairerweise das 18-55er mitnehmen können. Das wäre natürlich auch sowas gewesen. Ja. Aber meine Erfahrung ist mit diesem Objektiv nicht sehr gut gewesen. Deswegen lasse ich es immer zu Hause. Aber ich weiß von der Canon her, da habe ich ja solche Geschichten auch immer ausprobiert, da geht das schon. Ja. Also 35 einstellen, abblenden bis zum geht nicht mehr. Und dann sucht man sich einen Pilz oder irgendwas anders und geht so nah hin, wie es nur möglich ist. Ja. Die Schärfe könnt ihr automatisch einstellen lassen oder von Hand. Mein Rat ist, macht es von Hand. Denn dann versteht ihr auch mehr aus der Fotografiewelt. Ja. Wenn ihr es vor der Automatik machen lässt, dann sitzt das meistens nicht immer dort, wo man es gerne hätte. Weil dann die Kamera selber entscheidet. Ja, wenn ihr alles manuell macht, so wie ich jetzt als Beispiel, dann habt ihr ganz andere Voraussetzungen. Ihr könnt die Schärfe ganz genau dorthin verlegen, wo ihr sie wollt. Den Rat, den ich noch was geben kann, zoomt auf dem Display nah hin, so dass ihr auch sehen könnt, wo die Schärfe am besten sitzen sollte. Ja, besonders beim Pilzfotografie, wenn man nur Single Shots macht, also keine Schärfenverläufe machen möchte, also nur Single Shots, dann muss man schon gucken, dass man den Pilz scharf kriegt. Ja. Wenn euch die Abblendung, der tiefsten Abblendung wie 1,4, 2,2, 2,8 oder 3,5 oder 3,4 zu wenig ist, dann dürft ihr natürlich auch abblenden. Aber vergesst nicht eins, desto mehr das ihr abblendet, desto mehr kommt auch der Hintergrund zum Vorschein. Ja. Und das Ziel ist ja eigentlich, dass der Hintergrund verschwommen ist. Ich weiß, man könnte es mit Dark Devil dann wieder nachkorrigieren, aber es ist ja besser, wenn man nicht zu viel am Bild rummanipulieren muss, ja, weil die ganze Geschichte ist dann eben nicht mehr fotomäßig. Ja. Wenn man sich Mühe gibt und etwas rumprobiert, wo sitzen die Umschärfen noch, wo sind die Schärfen des einzelnen Objekts, dann bin ich überzeugt, dass jetzt ein gutes Resultat kommt. So, das wäre es mal gewesen. Ich möchte mich noch entschuldigen, dass ich lange jetzt keine Videos gebracht hatte. Ich hatte einfach wahnsinnig viel zu tun. Ja, und am Wochenende saß ich zu Hause und wollte gar nichts mehr tun. Ja, weil ich war viel unterwegs, beruflich gesehen. Ich war viel draußen und ihr wisst, wenn man viel unterwegs ist, dann mag man eigentlich gar nicht mehr richtig rausgehen, weil der Kopf ist dann so voll und so überlastet, dann begnügt man sich gerne zu Hause. Ja. Das ist der Grund, wieso dass ich jetzt in der letzten Zeit keine Videos gebracht habe. Dafür wird das Video jetzt etwas länger. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es um die Bearbeitung dieser Bilder geht. Ja. Jetzt kriegt ihr auf einmal zuerst das Video da hier zu sehen und bis zu dem. Ja, jetzt kommt mein Leitspruch. Schnappt eure Kamera, geht raus zum Fotografieren. Ich bin der Werner Meyer, ich bin Hobbyfotograf und Videograf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.